Bushido bringt jetzt auch ein Getränk raus, und zwar Eistee in drei verschiedenen Sorten, und die wollen wir uns jetzt mal zusammen in diesem Test hier anschauen. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, und jetzt denkt sich manch einer wieder, und mir ging es ehrlich, oh, schon wieder ein Getränk. Und ja, denn wir haben schon tausende solche Getränke im Supermarkt gefunden, die von ja meistens Musikern rausgebracht worden sind, und die waren teilweise okay, teilweise vielleicht gerade gut, aber ich sag mal, so richtig umgehauen hat mich bisher keiner davon. Mal schauen, ob der Bushido Eistee das besser macht. Man muss sagen, die Sorten klingen erstmal recht unspektakulär. Zitrone, Pfirsich und Granatapfel gibt es. Granatapfel ist nicht ganz so Mainstream, aber ist jetzt auch nicht mehr, wer weiß wie selten. 1,29 € für 500 Milliliter. Und man muss ja auch sagen, dass dieses immer, oh, schon wieder Eistee, dass das so ein bisschen so rauskommt. Es kommt auch nicht von irgendwo, weil erstmal kann kein Mensch so viel trinken, wie diese Getränke rauskommen. Und zweitens habe ich auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, und das beziehe ich nicht nur auf Bushido, sondern auf alle diese Leute, die ihren Namen dann für Getränke rausgeben. Minimalster Wareneinsatz, maximaler Gewinn, denn teuer sind die Sachen alle. Und dann benutzt man Wasser, vielleicht Kohlensäure, Aroma und Zucker, und das war's. Also geringer kann man Waren nicht einsetzen, um ein Produkt zu verkaufen. Wenn man jetzt irgendwie an die Capital Bra Pizza denkt, da kommt Fleisch drauf, da kommt Käse drauf, da muss die Pizza geformt werden und so. Hier wird alles einfach in Bottich gekippt, in eine Packung reingeschüttet und fertig. Fertig ist der Eistee, fertig ist hier irgendwie die Limo dieses und jenes. Also finde ich ehrlich gesagt nicht gut, aber vielleicht schmecken die Sachen ja hier von Bushido, von daher soll dann ja auch alles okay sein. Trinken muss man ja, von daher passt. Aber man muss halt immer bedenken, es geht hauptsächlich darum, Geld zu machen, und das sieht man eben halt dann auch am Wareneinsatz irgendwo. Doch jetzt schauen wir einmal genauer drauf. Also, wir gucken mal bei Zitrone drauf. Das Design finde ich übrigens ganz gut, aber Achtung, ich meine, hier hat man es irgendwo versaut. Die Farben sind fast gleich, und ich wette, im Regal, im Supermarkt wird es Leute geben, die nur zwei Sorten mitnehmen, weil sie diese beiden nicht unterscheiden können. Wahrscheinlich irgendeine Firma beauftragt worden für dieses ganze Design, die so viel Geld bekommen haben. Dafür, dabei hätte ich das wahrscheinlich viel billiger hinbekommen. Man hätte irgendwie die Farbtöne anders machen müssen. Zumindest das Pfirsich dann irgendwie heller. Das ist sowieso ein bisschen sehr dunkel für Pfirsich. Zur Not hätte man noch Blaubeere genommen oder Blaubeertee oder sowas. Arg grenzwertig. Aber sonst finde ich das Design ziemlich cool. Hier ist so ein bisschen sehr minimalistisch, aber es hat was hier, so japanische Bäumchen und Vögelchen, und eine Sonne gibt es da auch in Japan. Und ja, der Fuji fehlt so ein bisschen. Der hätte jetzt hier vielleicht noch gefehlt. Aber sonst finde ich das Design eigentlich, oh, vielleicht, nein, der ist das nicht. Sonst finde ich das Design eigentlich ziemlich cool. Also, Pfirsich. Teegetränk mit Zitronengeschmack, und es ist sogar 2% Frucht drin. Finde ich sehr gut, denn tatsächlich habe ich auch schon Produkte von bekannten Leuten getestet, wo nicht mal Frucht drin war, obwohl es danach Frucht geschmeckt hat. Wir haben hier natürliches Mineralwasser und Zucker, da haben wir es, dann kommt ein starker Teeaufguss, damit sagen sie halt stark, weil wenn es dann wieder mit Wasser verdünnt wird, schmeckt es halt nach Tee. Rohrzucker, Zitronensaft, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Sorgungsmittel, Zitronensäure. Ja, daran sieht man auch, es wird Sorgungsmittel zugegeben, weil die zugesetzte Zitrone selbst nicht ausreicht, um das anzusäuern. Hier habt ihr die Nährwerte, Zuckergehalt so ein bisschen geringer als bei vielen anderen Eistees, 30 Kilokalorien, wenig ist es jetzt aber auch nicht. Granatapfel haben wir, 1,3% Granatapfelsaft drin, insgesamt 4,7% Fruchtgehalt, denn wir haben ja auch noch Apfelsaft drin. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier die krassesten Mengen an Fruchtzutaten drin sind, aber mehr als woanders, und das muss man halt dann auch positiv erwähnen. Und Pfirsich sieht hier ähnlich aus, hier insgesamt 3% Frucht aus Pfirsich dann eben. Pfirsichsaftkonzentrat, auch hier Zuckergehalt ähnlich. Wir gucken einmal, wie sie aussehen. Man trinkt sie natürlich eigentlich aus dem Pack raus, aber ich zeige euch das jetzt mal, wie das hier aussieht. Okay, so ein bisschen hier mit dem Kleber könnte man mal ein bisschen schöner noch machen, bei 1,29 € pro Packung. Man sieht, dass das Tee ist, man sieht es leicht an der Trübung, dass das ein Teegetränk ist. Hier kommt überall der Kleber raus, sowas würde mich stören, wenn ich so ein Produkt rausbringen würde. Und das hier ist der Pfirsich. Zitrone. Oh, wisst ihr, wie das riecht? Es riecht wie dieses lösliche Zucker-Zitronentee, dieser Krümmeltee. Mega geil, puh, einfach mit dem Löffel. Schön crunchy. Aber es riecht geil, ich mag den. Halt so ein bisschen Kindheit für mich. Ja. Ein seichter Geschmack, nenne ich es jetzt mal. Aber schmeckt mir. Es schmeckt wirklich so ein bisschen wie dieser Krümeltee.
Er hat so Teenoten drin. Leicht zitronig, ist nicht zu sauer, finde ich sehr gut. Die Süße ist wirklich angenehm. Also jemand, der immer Cola trinkt jeden Tag, dem wird das hier vielleicht... Oh, guck mal, da kommt auch schon eine Wespe hier. Die will auch den Bushido-Tee trinken. Jetzt ist er weg. Meint einer, der jeden Tag Cola trinkt oder sowas, oder so, wo irgendwie so 10 Gramm Zucker drin sind, wird das hier vielleicht ein bisschen lasch sein. Aber ich finde es von der Süße wirklich ganz angenehm. Es muss ja auch nicht immer zuckersüß sein. Ich mache jetzt erstmal Pfirsich. Riecht man auch den Pfirsich? Wohlgemerkt Aroma drin, ne? Ja, ebenfalls lecker. Könnte für mich so ein bisschen herber sein, die Teenote. Aber passt. Nichts Besonderes, aber schmeckt. So, und jetzt kommen wir noch zu Granatapfel. Oh, der riecht geil. Der riecht bisher am besten. Hat so ein bisschen was von... Ich assoziiere es gerade irgendwie mit Früchtetee. So riecht es für mich jetzt gerade. Riecht sehr geil. Oh ja, ich glaube, der schmeckt mir auch am besten. Ich finde, hier kommt die Teenote am stärksten durch. Granatapfel so ein bisschen, ja. Aber Apfel merkt man auch. Also den finde ich richtig gut. Der schmeckt mir richtig klasse, der Granatapfel. Die beiden anderen Sorten, das eine ist ein Zitroneneistee, das andere ist ein Pfirsicheistee. Standard vom Geschmack, aber schmeckt einfach. Wenn man Fan ist, kann man sie sicher einfach mal holen. Hier würde ich sagen, wirklich schöne Sache, gefällt mir richtig gut. Granatapfel ist hier mein Favorit. Ist auch ein bisschen was Besonderes, weil wie gesagt, Zitrone und Pfirsich ist halt Standard. Dadurch erreicht man natürlich die meisten Leute, weil es die absoluten Standardsorten sind. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen was wagen, vor allem für 1,29 Euro. Deswegen hier Granatapfel, bekommt eine Empfehlung von mir, probiert sie gerne mal aus. Und die anderen Sorten dürft ihr natürlich auch gerne probieren. Muss sich jeder selbst eine Meinung bilden. Und damit sind wir durch. Ihr dürft mir gerne schreiben, ob ihr schon mal Bushido-Eistee getrunken habt. Oder welches andere Getränk von einer berühmten Musiker oder einer berühmten Musikerin habt ihr schon mal probiert. Auch da bin ich gespannt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt und ein Abo da lasst. Herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.